Heute im Hummus Lunch Salbei-Gnocchi mit Parmesan und einem Hauch von Knoblauch. Leute, besser geht's nicht. Was braucht man mehr als Parmesan, Gnocchi, Knoblauch? Richtig, noch etwas Fett und ein bisschen frischen Salbei. Und das Ganze gibt Salbei-Gnocchi. Hitze. Ein saftiges Stück Butter, das sind jetzt hier ungefähr so 40 Gramm. Die können schon mal langsam vor sich hin schmelzen. Dann braucht ihr Knoblauch. Lisa, eins oder zwei, die beliebteste Frage? Eins. Eins. Mhm. Okay, also eins. Dann schneidet ihr den Knoblauch in feine, dünne Streifen. Oder Scheiben. So, wenn die Butter geschmolzen ist gleich, dann kommen einfach fertige Gnocchi dran. Mittlerweile sind die Gnocchis so gut, dass man sie einfach anbraten kann, ohne dass man sie vorher kochen muss. In der Zwischenzeit, wie die Butter schmilzt, habe ich eine kleine Aufgabe für euch. Und zwar geht es um diese Flasche. Die haben wir in der einen oder anderen Folge geplanterweise einfach hinten im Set stehen lassen und ihr sagt uns, wie oft das Ganze passiert ist. Und die ersten 10 Leute bekommen ein Magazin, handsigniert von Lisa und von mir. Die Butter ist geschmolzen, Gnocchi zugeben. Halt so eine Salbei-Butter, ne? Und Salbei-Butter braucht man halt auch Butter im Rezept. Und jetzt passiert Folgendes. Einfach den Knoblauch wild dort drauf verteilen. Vielen Dank für all eure wertvollen Tipps, wie ich jetzt den Knoblauchgeruch von den Händen wegkriege. Ich habe gehört, man soll auf jeden Fall hart am Edelstahl immer reiben. Das kann man dann natürlich eine Zeit lang machen. Das ist natürlich auch so Seife und es funktioniert tatsächlich. Danke für eure fleißigen Kommentare. So, und jetzt nehmt euch einfach frischen Salbei und zupft die Blättchen. Schmeißt sie einfach so da drauf und sie können ganz langsam einfach in der Butter so mit ausschmelzen. Das Ganze funktioniert auch mit Rosmarin, Thymian, kein Problem. Ich empfehle euch aber mal Salbei, weil dann doch dieser Geschmack von dieser leichten Butter und den angebratenen Gnocchi schon echt lecker ist. Jetzt kommt da natürlich eine Runde Salz drauf. Pfeffer. Oh Gott, riecht das geil. Zur Deko nehmt ihr euch einfach nochmal 2, 3 Blättchen und dann schneidet ihr die euch in so ganz, ganz feine Streifen. Und währenddessen die Gnocchi jetzt noch so gut gefühlt 1,5 Minuten brauchen, nutzt ihr die Chance, weil das darf natürlich nicht fehlen bei Gnocchi, Pasta und all dem anderen Kram. Parmesan. So, jetzt hatte ich irgendwo so einen Sparschäler. Ach da. Und dann schält ihr den schon mal einfach runter. Kann man ja auch vor seinen Kumpels mal so ein bisschen angeben, oder? So ein kleines Stückchen Käse im Kühlschrank. Und nicht so diesen geriebenen aus der Tüte. Habe ich schon gesagt, wie viel das wiegt? Ich freue mich auf eure Kommentare, denn ihr könnt schätzen, was das wiegt. Es gibt keinen Gewinn, es gibt einfach nur Schätzen. Und jetzt schaut mal, wie locker, flockig, lässig die Gnocchi so ein bisschen braun von außen werden. Der Knoblauch beginnt so langsam die Röstaromen. Und bis hierhin war es ja keine hohe Kochkunst, oder? Es war nur ein bisschen Show, es war so ein bisschen mal schwenken, ein bisschen Blödsinn erzählen. Finde ich gut. Dann kleiner Tipp von mir. Nehmt die Pfanne schräg, so dass das Fett nach unten in der Pfanne ablaufen kann. Weil dann bleibt es wirklich in der Pfanne, das übrig gebliebene. Und die Gnocchi richtet ihr einfach an, wo immer ihr wollt. Jetzt kommt hier einfach dieser Käse drüber. Und noch dieser frisch geschnittene Salbei
Und Leute, was soll ich euch sagen? Das ist wohl wirklich das schnellste Gericht im Homeoffice Lunch. Auch eine ideale Beilage zu Fleischgerichten, Schmorgerichten. Oder einfach mal so. Ich empfehle vom Verzehr eine Minute zu warten, weil es wirklich sehr, sehr heiß ist. Viel Spaß beim Nachkochen. Solltet ihr Fragen haben, immer in die Kommentare, nicht in die Kommentarfunktion. Habe ich jetzt auch dazu gelernt. Alle Rezepte auf food.de. Lisa, wir gehen essen. Tschüss, viel Spaß beim Nachkochen.